So, jetzt kommt der selbstmörderische Versuch mit T4. Ja, Mein Magen fühlt sich seltsam an. Und er hat Wieder Hunger. vergessen zu essen? Blabla. Oh Ich war Gott. sogar entspannt. So. Am besten, ihr habt das vorherige Video angeschaut. Dann brauche ich jetzt gar nichts mehr viel zu meiner Skillung erklären. Einfach mal in Kurzform Den noch. ganzen Tag es Gift Damage, bedauert, auf Gift einmal Damage, zu essen, Gift bis Damage, ich Gift Damage, keinen Gift weiteren Damage, Bissen überall mehr Gift habe. Damage. So, und bevor die hier mir hier noch ein Ohr abkauen, gehe ich jetzt gleich mal sterben. Ja, das, ja, ich gehe da jetzt als One-Hit-Opfer rein. Aber mir geht es ja um die Herausforderung. Ich muss es ja nicht abfarmen können, ich will es halt nur mal testen. Also jetzt teste ich Seid ihr T4. bereit? Dann beginnt Nee, eure ich bin nicht Prüfung. bereit. Nee. Nee, na. Ach Gott, auch noch so ein dunkles Level. Super. Ich sehe gar nichts. Ich Mehr sehe Mana. gar nichts, nix. Ich habe nicht genug Mana. Okay, die Trash-Mobs bekomme ich so einigermaßen weg. Ja, toll. Das erste Elite-Pack wird mich wahrscheinlich töten. Ich sag ja immer, lieber negativ denken, dann wird man nicht enttäuscht. Dann wird man nicht enttäuscht. Ich habe nicht genug Mana. Oh, ich habe mir heute Dark Souls 2 vorbestellt auf Steam. Dark Souls 2. Das erscheint am 25. April. Und ab 26. April mache ich davon ein kleines Let's Play. Ich habe ja auch schon Dark Souls 1 durchgespielt, bis New Game Plus 4. Naja, aber Dark Souls sagt wahrscheinlich hier eh wieder keinen. Ist ja auch egal, das ist ja eher als LOL. Ich brauche mehr Mana. So, da. Ein würdiger Gegner. Kann bis hier. Mehr Zeit. Oh Gott, ich komme hier nicht weg, scheiße. Heilt mich. Puh, da muss ich echt aufpassen. Ich bin verletzt. Ich muss noch ein wenig länger warten. Oh Gott, ich. Ach, scheiße. Das Problem ist, ich habe viel zu wenig Lebenspunkte. 300.000 knapp. Das ist echt wenig hier. Ich brauche Mana. Ich muss noch ein wenig länger warten. Naja, die habe ich mit Glück überlebt. Mit Glück. Oh Scheiße, da ist ja noch einer. Oh Gott. Ich brauche mehr Mana. Ein würdiger Gegner. Also wie gesagt, oder wie vielleicht noch nicht gesagt, ich farm lieber auf T3, weil T4, das ist doch noch ein wenig. Ja, da muss man doch noch ein wenig aufpassen. Es ist machbar, aber ist mir ein wenig zu stressig, weil ich fall da teilweise mit einem Schlag um und es ist nix.
Ist nix, da brauche ich erst noch was Schönes. Dass ich hier länger überlebe. Ich habe nicht genug Mana. Oma, habe ich überhaupt genug Damage, um den Goblin hier zu töten? Na ja, mal testen. So, Felix heraus. Oh, da geht er schnell down. Das ging ja schnell. Ich weiß noch, vor so ein, zwei Wochen hatte ich Probleme, die Goblins auf T1 zu töten. T1. Ich habe die Goblins auf T1 nicht down bekommen. Und jetzt auf T4 gehen sie weg wie nix. Ist das jetzt positiv für mich oder? Keine Ahnung. Ist ja auch. Ist ja, ich spiele ja eh immer nur auf Spaß, von daher. Ob ich jetzt irgendwie rockse oder roffle oder sterbe, ist mir eigentlich egal. Ich brauche Mana. Lolo, roffle, roffle, roxa, roxa, boxa. Oh, das sind wieder so blaue. Oh ja, die haben Mörser. Das ist One-Hit bei mir. Aber zum Glück habe ich Platz hinter mir zum Kiten. Das ist gut. Ich habe nicht genug Mana. Theoretisch kann ich mich auch ganz nah an sie heranstellen, aber das ist mir ein wenig zu gefährlich. Oder soll ich näher dranbleiben? Oh ja, da springt es irgendwie gerade gut. Ich bekomme Damage. Und ich komme da unten mit dem Mauszeug aus dem Fenster raus. Weil ich spiele ja im Fenstermodus. Da kann man nebenbei immer wenig surfen und was weiß ich. Ich brauche mehr Mana. Ich muss noch ein wenig länger warten. Sind sie weg? Ja, nochmal Glück gehabt. Heute habe ich aber auch ein Schwein, ich weiß ja nicht. Wenn jetzt noch ein Z-Teil hier von Drop von Zuni Masters, dann wäre ich froh. Oder von Hölzern-Tuniker, das wird dann plus 500 Intelligenz geben. Oder, naja, was auch immer. Euer Untergang ist besiegelt. Puh. Also bisher läuft es ja einigermaßen. Ein würdiger Gegner. Och nö, Mörser. Ja, da habt ihr es gesehen. Fast One-Hit. Fast. Deswegen farm ich kein T4. Das ist mir noch wegen zu stressig. Ich brauche tun. Hilfe. Oh, ich bin geheilt. Dann mach ich erstmal die Kleinen weg. Ich bin verletzt, nicht tun. Und? Ah, Heilkugel noch bekommen. Da
Da hat mich mein Templer geheilt, sehr schön. Das ist auch der einzige Grund, warum ich den Templer dabei habe. Welchen HP Generation Bonus und welchen Heilung von ihm. Ja, natürlich wieder nix. Nix. Legendary ist halt nur eine Truhe in dem Spiel. Truhe, Truhe, Truhe. Ich brauche eine Truhe. Ah, jetzt haben wir doch eine. Naja, wenigstens Gold. Ich bin eh knapp an Gold, nur für 9 Millionen. Wie ich mit Weaver of Souls angefangen habe, hatte ich 60 Millionen? Ne, Quatsch, 150 Millionen. Ne, Quatsch, viel mehr. Ist ja auch scheißegal. Es zählt ja nur die Gegenwart. Da habe ich nur noch 9 Millionen. Ja, für den Vitalitätsgem habe ich viel ausgegeben. Naja. Hat sich aber gelohnt, die Vitalität. Da bin ich jetzt wenigstens doch kein One-Hit mehr. Zwar fast One-Hit, aber nicht mehr ganz. Und wie ich mit Weaver of Souls angefangen habe, hatte ich Paragon 36. 36 und jetzt 135. Das ist doch schon ein bisschen was an Verbesserung. Ein bisschen. Ich brauche mehr Mana. So, ich mache jetzt mal eine kurze Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Balken so ist oder so oder so oder so. Naja, auf jeden Fall bis gleich und ciao. So, nächste Ebene. 4 Elite-Packs sind mir unterwegs begegnet. Kein Legendary. Nix. Gar nix. Nix. Oh, eine Kiste. Was? Kein Legendary? Was? Ich bin verwirrt. Normalerweise ist in der Kiste ein Legendary. Naja, gibt's halt keine mehr. Kann ich auch nichts machen. Das könnte ich gleich noch einmal tun. Ja, ja, was du tun kannst, das besprechen wir später noch. Und mein Koloss steht da hinten AFK rum. Das gibt's nicht. Oh, da kommt aber eine ganze Menge. Oh, bloß weg hier. Weg. Weg. Auf Koloss, mach was. Ach so schön, der Koloss tankt die und ich baller einfach durch und dann zack und weg. Oh, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Ich bin verletzt. Das war knapp, das war knapp. Das war's knapp. Ich muss noch ein wenig länger warten. Oh ja, Templer hat mich geheilt, sehr schön. Brauche Hilfe. Hilfe. Toll, jetzt macht mich der Trash-Mob fertig. Der normale Trash-Mob. Das gibt's nicht. Heil mich. Ich
bin verletzt. Oh Gott, jetzt bin ich noch nicht gestorben hier. Jetzt will ich gar nicht damit anfangen. Alter, habe ich auch noch, wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, besteht eine Chance, dass ihr um 50% eures maximalen Lebens geheilt werdet. Und Gegner in der Nähe vor Furcht erfüllt fliehen. Das ist ja auch nützlich. Alles meins. Oh oh. Geld. Da habe ich mal meine Fetische raus, die machen gut Schaden. Ein würdiger Gegner. Ja, ja, ich habe ihn auch gesehen. Ich habe ihn auch gesehen, den Gegner. Nur eine Mauer. So, da renne ich aber einfach durch. Hilfe. So, gleich Hammer. Brauche das Hilfe. Kann ich nicht. Scheiße. Wir haben es geschafft. Ich bin geheilt. Da. Das war knapp. Und der Kalosch steht wieder auf, rumschaut in die Luft. Macht gar nichts. Ah, jetzt. Jetzt ist er aus der Pause zurück, jetzt macht er wieder was. So, ich mache eine Aufnahmepause, bis kurz bevor die Balge voller ist, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich und ciao. Tja, der Balken ist gleich voll, 94%. Unterwegs keine Legendaries. Und ich bin einmal gestorben. Ja, zu sowas muss man stehen. Ich bin ja jetzt hier der Typ, der sagt, ach komm, ich zeig nur die Szenen, wo ich so abgehe, so toll bin und lololo. Rauf, wenn ich 10 Mal sterbe, zeige ich nicht. Aber ich gib's zu, ich bin gerade eben gestorben. Muss ich nicht verheimlichen. Ist ja wurscht. Ist mir doch so, so scheißegal. Und einmal ist eh keinmal. Also wenn ich nur einmal gestorben bin, dann passt es. Und da ist gerade irgendwie Verstopfung. Ja, jeder kommt mal dran. Hier werden noch alle getötet. Alle nach und nach aufrücken. %. 96. Kommt er ja gleich, da kommt er ja gleich, der Bube. Böse Bube.
Oh, da kommt er. Immer da kommt er. Er kommt. Aber hoffentlich nicht zu schnell. Och nö, der Scheiße. Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Und noch ein blaues Rudel, Scheiße. Naja, aber der erste Blau ist gleich kaputt. Oh ja, das schaffe ich. Heilt mich. Es war knapp. Heilt mich. Aber es, ich muss echt sagen, das geht. Ich bin jetzt einmal gestorben während der Aufnahmepause. Und rechts auch. Qual 4 ist echt in Ordnung. Also ich will es zwar jetzt nicht farmen, das mache ich auf Qual 3, weil ich da schneller und einfacher durchkomme, aber in 3-4 Tagen, wenn ich so weiter spiele, kann ich noch Qual 4 abfarmen. Und jetzt sterbe ich gleich. Und dann kann ich echt mal Qual 5 angehen und dann, ja, dann wird es schon was. Das kann ich nicht tun. Das ist ja alles kein Hexenwerk, das ist ja nur ein Kinderspiel. Das kann eigentlich jeder Idiot machen. Also wenn ich sogar das Spiel kann, dann könnt ihr das erst recht. Ich bin verletzt. Und da bin ich gestorben. 2-0. Wieso 2-0? Ich habe schon einen Haufen von den getötet. Also wie gesagt, der zweite Tod jetzt. Der erste bei der Aufnahme. Naja, aber dafür droppt er jetzt bestimmt was Schönes. Meine Kraft kehrt zurück. Ah ja, eine Seele, besser als nix. So, das blaue Pack da unten will ich ja noch wegmachen. Genau. Vielleicht haben die ja noch was dabei. Ich bin verletzt. Oh oh. Ist noch nicht bereit. Oh oh. So, nur noch einer, nur noch der und dann ist hier Schluss. Wow. Ich bin begeistert von dem Loot. Ach, was sehr. Naja, loot-technisch war das jetzt nichts, aber... Na, jetzt habe ich wenigstens mal T4 so lala durchgespielt. Dann erstmal alles weg hier. So, Reparation. Wird unser Freund hier denn nie müde? Oh Gott, jetzt wappeln die da unten schon wieder. Also wie gesagt, das war jetzt eine Runde T4 Rift. Und wenn ich dann T-Rift abfarmen kann wie T3, dann mache ich wieder ein Video. Wenn ich T5 angehe, mache ich ein Video.
Ja, und das ist keine Drohung, das mache ich wirklich. Ja, und nochmal kurz. 20% Damage, 30 mehr Mana. Muss man halt wissen, ob man das machen will oder nicht. Dschungelstärke, dass ich ein wenig mehr aushalt. Gefäß für den Geist. Damit die Abklingzeit von Geistwandler verkürzt wird und blablabla, wenn ich nächstes Mal, wenn ich einen tödlichen Schaden erleide, dass ich wieder in die Geisterwelt einsteige. Also quasi ein extra Leben. Und Nachtmahl, dass meine Zombiehunde und mein Koloss mehr Schaden machen, dass ich einen Hund mehr habe. Ja, und Giftpfeil des Weiterwurgel, Fehlschamme, Geistwandler, Zombiehunde, Koloss. Und dann natürlich ganz wichtig, Giftfertigkeit verursacht 20% mehr Schaden, Giftfertigkeit 18 Schaden, Giftfertigkeit 20 Schaden. Schaden von Giftpfeil erhöht, Schaden von Zauberwolke erhöht, Schaden von Zauberwolke erhöht, Schaden von Koloss erhöht. Und Schaden von Giftpfeil erhöht. Und das ist alles noch ausbaufähig. Ja, und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.